Hallo und zurück an dem Bildschirm bei unserem Überlebenskampf. Und ja, ich bin so gut wie da. Jetzt ist die Frage, wo lassen wir das Boot zu Wasser? Weil die haben ja hier wirklich das abgetrennt. Man kann hier mit dem Boot ja gar nicht über den Steg fahren. Deswegen müssen wir... Oh Gott. Das ist ja, ne? Ist ja leicht nervig. Wir kommen ja auch hier nicht vorbei, denke ich, weil es ja bis ans Wasser rangeht. Und wir schleppen unser Floß mit hin. Ich habe euch deshalb jetzt schon mit reingenommen ins Boot, weil hier der... Da, der fliegt hier rum. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass er mich sieht. Oh, jetzt sind wir wieder zurückgesetzt worden. Danke. Das ist natürlich besonders gut, wenn wir hier so schleppend langsam unterwegs sind. Total schleppend lang. Ja, ich denke wirklich, dass der uns über kurz oder lang mit seinem Flugvieh sieht. Flugvieh gehören überhaupt verboten. Ich werde eine Petition einreichen, dass Flugviecher verboten können. Übrigens, da dein Biberbau. Oder was denkt ihr? Ja, wir hätten hier unten eher. Ja, wir hätten hier unten uns das eher zusammenbauen sollen. Ne? Das war, glaube ich, nicht so günstig. Schleichen mal. Ja gut, im Grunde ist egal. Wenn er uns sieht, dann sieht er uns. Dann werden wir ihm Rede und Antwort stehen. Wir sollten uns eventuell, wenn wir das Boot zu Wasser gelassen haben, noch ein Feuer mitnehmen. Wisst ihr das? Damit wir das zumindest haben. So, mein Freund, wir sind schon am Strand. Wir sind fast am Strand. Also wir sind am Strand. Ja, mit dem Sound, das müssen sie nochmal überarbeiten, ne? Es war irgendwie, fehlt mir teilweise der Sound hier drin. So der Wind, da haben wir doch immer Wind gehört, oder? Seit dem letzten Update bin ich der Meinung, dass wir keinen Wind mehr hört. Schaut mal hin, die haben so richtig gute Ressourcen hier. Ne? Aber, ja, ich sag nichts dazu, weil, wie gesagt, das sind viele Leute trotzdem, und die spielen natürlich auch sehr oft, und trotzdem, mir ging's zu schnell, ich sag's ganz ehrlich. Mir ging das zu schnell. Man muss sich erstmal langsam akklimatisieren, die Gegend erkunden, naja, gut. Aber, wie gesagt, kann ja jeder so spielen, wie er möchte. So. Und jetzt hoffe ich, dass wir unser Floß platzieren können. Müssen wir das fallen lassen? Wie machen wir denn das? Oh Gott, hoffentlich passiert hier nichts Schlimmes. Ah, okay. Nee, nicht. So. So, wir holen uns noch Geh einfach ab. Was können wir denn mit dem Floß eigentlich noch machen? Nix, ne? Okay. So, wir holen uns noch was, und zwar was, dass wir was brauchen wir? Stroh, Feuerstein, Stein und Holz. Okay, wir brauchen also alles. Irgendwas passiert. Aha. Das ist ein Narkotikum, oder? Ah, wir gehen mal ein bisschen weiter rüber. Ich gehe mal lieber ein bisschen weiter rüber.
So, Holz. Ich glaube, da haben wir genug. Was brauchen wir denn hierfür wieder? Oh Gott. Feuerstein und Stroh. Also ein bisschen Stroh brauchen wir sowieso. Und ehe uns der Feuerstein hier ausgeht, erstmal ein bisschen Feuerstein. Oh, ein bisschen Stein ist auch nicht schlecht, aber noch ein bisschen Feuerstein wäre noch viel schöner. Müsst du noch ein bisschen Feuerstein uns geben? So ein kleines, glitzerkleines bisschen Feuerstein. Glitzerklein. Ah, nein. Ja, Stroh. Und was fehlt uns jetzt? Stein. Oh, echt? Stein? Okay. Wer hat's gedacht? Na, wartet mal. Dann gib uns Stein. Ach, jetzt gibt's uns Feuerstein. Klar. Das ist mir so klar. Ach, jetzt gibt's uns noch mehr Feuerstein. So. Jetzt haben wir's. Dann nehmen wir uns noch ein Lagerfeuer mit. Und dann können wir jetzt wirklich aufbrechen. Dann können wir jetzt wirklich aufbrechen. Ist dieser blöde... Nee, ist nicht da. So, auf geht's. Seid ihr schon so gespannt wie ich? Wie funktioniert denn das hier? Hier ist das Ruder. Moment. Muss ich das jetzt hier... Wie funktioniert denn das Ding hier? Ich kann das gar nicht steuern. Ja, keine Ahnung, wie ich das Floß hier steuere. Oder habe ich zu viel? Oder habe ich es? Ich weiß es nicht. Super. Was darf ich? Schau erst mal, wie man ein Floß steuert. Schau mal kurz. Ich hab's. Huh. So. Was jetzt? Okay. So, los geht's. Jetzt sieht man meinen Charakter nicht. Schade. Aber okay, wir können jetzt mit dem Wind segeln. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir hier mit dem Floß ein bisschen was erkunden. Ne? Hey, das ist natürlich eine Sache. Ne? Ach, schaut hin. Was ist denn das? Ist das ein Hai? Sieht aus wie ein Hai. Oder? Irgendwie wie ein Haibecken. Ja, dort oben das Ding, ich glaube, das ist das andere. Das ist nicht das, was wir haben. Huch, wartet. Nicht, dass wir da ran... Können wir... Nee. Wir wollen weiterfahren. Wir wollen weiterfahren. Weiterfahren. So. Können wir eigentlich auch rückwärts fahren? Sieht nicht so aus. Verdammt. Kommen wir vorbei? Ja. Oder unten. Schaut hin. So, wir fahren jetzt den Strand hier entlang und es regnet. So. Ist in Ordnung. Muss mal aufpassen, dass wir hier nicht von irgendeinem Wal dahin gemeuchelt werden. Schade, dass wir unseren... dass wir nicht weiter weg können, ne? Oder warte mal, können wir? Ja. Doch, ne? So, oder? Ja. So gefällt mir das besser, damit man ihn auch mal sieht. So, wir gehen jetzt mal dorthin, wo wir immer versagt haben.
Ja, aber wenn ich es so mache, dann kann ich nicht lenken. Mist. Natürlich doof. Doof. Ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Seht ihr, was hier... Seht ihr, was hier alles rumkriecht und fleucht? Was ist denn das hier? Da ist irgendjemand, der sich mit auseinandersetzt. Das sind zwei, die sich hier mit... Das sind Fischer, ne? Wollen wir mal kurz hin? Ahoi! Hören die uns? Ah, die haben mit dem Wal zu tun oder mit dem Ding. Okay, dann gehen wir weiter. So, wir wollen ja da hinten rein. Achso, wir müssten vielleicht mal auf unseren Kompass dann schauen, denn wir wollen ja Richtung Norden, ne? Das wäre das Beste. Wir müssen vor allen Dingen schauen, dass wir auch wieder zurückkommen. Alles andere wäre schlecht. Alles andere wäre mehr als schlecht. Wir laufen hier auf Grund. Wenn wir nicht aufpassen. Aha. Was ist hier? Runter regnet, aber ist gar nicht so schlecht. Denn so brauchen wir unsere Wasserflasche nicht zu füllen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir dort hinten in den Flussarm dort rein gehen, wo wir da hinkommen. Ob der Fluss, wie weit uns der Fluss überhaupt bringt, dann, ne? Dieser Flussarm. Natürlich die andere Frage. Das Schöne ist natürlich mit einem Floß, wir sind erstmal halbwegs sicher vor den Dinos am Land. Ne? Wir könnten uns natürlich hier noch ein bisschen... Nee, wir können uns nicht. Ich habe schon gesehen, das gefiederte Viech. Obwohl, dort... Hier wäre es eigentlich ganz gut, mal vielleicht an Land zu gehen. Nee, das gefiederte Viech kommt immer. Das sehen wir eigentlich? Nee. Ja, ich gehe dann mal runter und wir schauen mal, wo, wie wir da hier kommen. Wohin wir jetzt hier segeln. So. Oh, wir kommen direkt Richtung Norden. Das finde ich schon mal gut. Ja, wenn das... Wenn dieses gefiederte Viechchen nicht... Oh, nee. Da ist noch mehr als... Da ist alles möglich. Ja. Wow. Da haben wir keine Chance, hier irgendwie am Land zu gehen. Dann mal weiter. So. Warte jetzt. Wir kommen auf alle Fälle Richtung Norden. Das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage, wie weit reicht der Fluss? Oh, da hinten ist schon wieder so ein gefiedertes Ding. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht irgendwie auflaufen. Ansonsten müssen wir... Oh, da müssen wir echt die Beine in die Hand nehmen. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Ich hoffe es wirklich. Was sagt ihr? Haben wir hier noch eine Chance? Gerade so, ne? Oh. Das ist... Oh, wir laufen schon auf Land. Auf... Oh, oh, oh. Ja. Oh. Gerade so, dass wir hier weiterkommen. Eieiei. Oh, und hier werden wir auf alle Fälle auf Land. Weiter kommen wir hier. Wir kommen hier nicht durch. Ah, das wäre so gut, wenn wir hier noch durchkommen würden. Oder? Schaffen wir es? Oh, es ist flach. Wir müssen hier aussteigen und... Wir müssen hier auf alle... Oh, nein. Ja, gut. Ja, ja, wir kommen weiter. Wir kommen vor allen Dingen Richtung Raumhafen. Ah. So. Jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ist das ein böser Vogel? Oh, wir hatten schon mal mit einem bösen Vogel zu tun. So, dort hinten ist ein Raumhafen.
Wir müssen jetzt schauen, hier geht's nach links und nach rechts. Aha. Nach links und nach rechts. Und hier wäre Süden, ne? Ja. Und wir müssen ja weiter nach Norden. Das wäre hier. Hier genau zum Raumhafen zu. Oder jedenfalls denkt unser Charakter, dass es ein Raumhafen ist. Und vor allen Dingen müssen wir dann über kurz oder lang müssen wir dann eine Rast einlegen, ne? Und dann müssen wir uns trotzdem wieder eine Strohhütte bauen, aber diesmal dorthin auf alle Fälle, wo naja, wo es eben schön ist, ne? Wo keine Feinde sind. Na gut, wir fahren aber erstmal ein Stück noch weiter. Puh, aufregend. Total aufregend hier. Weiter geht's. So, wir gehen hier den Flussarm weiter nach Norden. Und somit gehen wir immer nach Süden ansonsten, ne? Wenn wir wieder zurückgehen. Obwohl, hier sieht's. Hier sieht's nicht freundlich aus. Aber hier wird die Vegetation eine andere, denkt man. Ah, freundlicher sieht's beim Weiden nicht aus. Sind noch überall die Viecher. Zum Beispiel da. Nee, das ist ein. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Vogelmann. Ich bin das erste Mal in dieser Gegend hier. Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er tot? Was davon? Ich? Ich komme Richtung Süden. Wohnt er dort irgendwo oder seid ihr nur mit diesem Flug unterwegs? Ja, ich wohne in der Nähe, also Richtung Süden. Dort ist auch meine Heimstadt, richtig. Ich war noch nie so weit im Norden. Und ja. Naja, weit ist eine Definitionssache. Ja, natürlich. Kommt drauf an, was man für Reittiere hat. Oder ich sehe auch, dass es Flugtiere hier gibt. Doch, habe ich beides nicht. Und es ist meine erste größere Reise. Wenn ihr wollt, kann ich euch zu mir einladen. Das ist quasi gleich neben diesen grünen Obelisken. Man nennt mich den Gestrandeten. Darf ich den Namen von euch erfahren?
mein Name ist Svenner, ich bin der Großmeister des Ordens. Ja, dann kennen wir uns ja. Hab euch gar nicht erkannt. Ich hätte euch aber erkennen müssen. Wir haben schon miteinander zu tun gehabt. Mein Heim ist das mit den Sprengfallen. Könnt ihr euch erinnern? Ah, so, irgendwas mit G war der Name. Gedwin. Win? Gedwin. Gedwin, passt. Ja, ich sag nicht jedem meinen Namen, nur denen, denen ich vertraue. Ja, genau, doch, ja. Es ist schon eine Weile her. Wir hatten auch nur einmal kurz das Vergnügen. Richtig. Richtig, in der riesigen Feste, wo auch, ja, Herr Krüger drin ist. Ja, nennen wir es riesige Feste. Es ist ein kleines Domizil, ja. Oh, für mich ist es ziemlich groß. Und zwar bin ich dort gelandet und ich vermisse diese Einzelheiten, die ich dort sah, wie den Baum oder ja, diese Felsformation. Genau dort war mein erstes Erwachen. Ich erkenne dort nichts mehr. Ja, das Grüne dort, die Natur. Der Mensch hat sich hier so alles genommen. Ja, das übliche Verhalten. Ja, das übliche Verhalten von Menschen. Ich versuche, so nah wie möglich an der Natur zu bleiben. Ich werde auch meine Fallen und die Holzpalisaden werde ich wieder entfernen, sobald mein Baumhaus soweit fertig ist. Wie gesagt, wenn ihr wollt, kann ich euch ja einmal zu mir einladen. Dann, ist es weit von hier? Eigentlich nur den Fluss entlang, dann kommen wir eigentlich gleich neben dem Grünobelisten raus. Nun gut. Wir müssen dann... Dann folge ich. Zwei Wasserfälle kommen kurz vor meinem Haus. Da werdet ihr nicht vorkommen. Tja, kann ich ihm vertrauen? Nun, ich werde sehen, was ich tun kann. Zwei Wasserfälle. So. Aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man hier einen Verbündeten hat. Ich mag dich nicht umfahren, Junge. Geh mir aus dem Weg. Ein Verbündeter in dieser Richtung und der Raumhafen in der Nähe. Ich sollte mitspielen. Ich sollte eventuell mitspielen. Ein weiter Weg. Was hat er gesagt? Ich bin nicht weit entfernt. So weit entfernt war ich noch nie. So, jetzt wird's langsam eng. Komme ich hier durch? Sieht so aus. Hier, ein Wasserfall. Hier werde ich an Land gehen. Scheint das Domizil zu sein. Doch komme ich durch? Wen haben wir hier? Vor dem brauchen wir uns eigentlich nicht zu fürchten. Was haben wir noch? Dort hinten? Oh, das ist ja richtig, richtig schön hier. Beschauliche Gegend.
saftig. Kein schlechter Ort zum Leben. Und ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe dieses, ja, wie soll ich es nennen? Dieses Obelisken? Er ist riesig, das muss irgendeine Raumstation sein. Oder zumindest ein Teleporter nach oben. Es kann nicht anders sein. Eine ganz andere Dimension hier. Wo ist der hin? Hallo? Hallo? Aber eine friedliche Gegend hier. Kann das sein, dass es hier dieses Obsidian gibt? Oh, ich hätte meine Schürfaxt mitnehmen sollen. Warum? Ah, die Schürfaxt vergessen. Ach, da seid ihr. Ja, hab mich etwas umgeschaut. Ihr habt's ja richtig idyllisch hier. Ja, ich mag es, wenn es sicher ist, aber dennoch großen Teil naturbelassen. Tretet ruhig ein, die Türen hier sind immer offen, jedenfalls das erste Tor. Eine ganz behagliche Hütte. Es ist schon mehr als eine Hütte. Und der Obelisk oder was immer dieses Konstrukt ist, ganz in der Nähe. Ja, ich habe mich zwecks Forschungszwecke nah daran niedergelassen. Ich bin immer noch der Meinung, es ist ein Teleporter nach oben. Da muss ich euch widersprechen. Das ist eher ein Objekt, den Planeten zu formen. Ein Objekt wie woher? Woher wollt ihr das wissen? Ich habe schon meine Informationsquelle. Aha. Als ich im Orbit dieses Planeten war, habe ich zumindest oben eine Raumstation gesehen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das konnte ich mir denken. Das muss ja auch von irgendwo gesendet werden. Eine Sendestation? Sollte das wirklich nur eine Sendestation sein? Naja, der letzte Planet hatte ein sehr massives orbitales Verteidigungssystem. Aha. Sollte das ein Teil dieses Verteidigungssystems sein? Wie bitte? Ich habe noch niemanden getroffen, der durch dieses orbitale Verteidigungssystem geflogen wäre oder quasi auf diesem Planeten zu. Weiß nicht, ob es diesmal einen gibt. Ist hier noch nie jemand herunter oder heraufgekommen? Herunter kommen schon einige, aber die meisten machen einfach nur am Strand auf. Ja. Ja, genau. Nun, also trete doch ein, dann ja. Müssen wir nicht hier draußen stehen. Der Wasserfall ist auch recht laut. zum Unterhalten. Naja, es geht. Hört man ihn. Oh, Bücher. Ihr habt tatsächlich Bücher hier.
Ja, das ein oder andere habe ich schon wieder niedergeschrieben. Ja, wie ich euch bereits gesagt habe, habe ich ja wie so kleine Manuskripte gefunden. Ich habe sie in meiner Truhe in meiner Heimstadt aufbewahrt, was ein bisschen dieses Leben hier auf diesem Planeten widerspiegelt. Wo irgendeine Königin, es geht immer um eine Königin, die hier die Tiere ja, gezähmt hat, eine Armee aufgebaut hat. Ich komme nicht ganz klar damit. Das wäre das erste Mal, dass ich eine solche Geschichte vernehme. Nun, wir können uns darüber auf alle Fälle noch austauschen. Im Gegenzug biete ich euch natürlich an, auch mal bei mir vorbeizuschauen. Obwohl, so viel Annehmlichkeiten wie ihr habe ich nicht. Möchtet ihr was zum Essen oder zum Trinken? Essen wäre nicht schlecht. Ich habe noch ein bisschen Fisch auf oder kann er auf Brötchen. Man sagte mir, hier in der Gegend, eventuell hier in der Gegend, gibt es Obsidianvorkommen?